ist ein Riesenstreit. Ja, die Journalisten im Studio haben mich angegriffen und gesagt, das sind alles Verschwörungstheorien. Und ich habe dann diese Grafik zugeschickt bekommen. Idiotenhügel, Ignoranzgipfel. Was bedeutet das? Es gibt gewisse Journalisten, die mussten sich sehr schnell festlegen bei 9-11, was da passiert ist. Haben sie die Bush-Geschichte genommen und jetzt verteidigen die diese Geschichte durch dick und dünn. Es ist sehr schwierig, diese vom Hügel runterzubekommen. Die sind auf diesem Hügel und die haben überhaupt keine Demut. Ja? Wenn ich die frage, ja, glaubst du, dass Träger A2001 von Säule 79 abgerutscht ist, dann sagen sie, welcher Träger? Dann sage ich, im WTC 7. Dann sagen sie, was ist das? Also ich greife nur ins Leere, aber es sind die gleichen Leute, die voll Emotionen sagen, 9-11 ist geklärt. Und das ist die Schwierigkeit. Leute, die sich länger damit befassen, sind demütiger und sagen, ich weiß, dass da vieles nicht klar ist. Ja? Aber die würden auch jemanden nicht verunglimpfen, der sagt, da muss man Fragen stellen.